Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch diesmal zu einem anderen Video, nämlich was macht der Charles in seiner Freizeit. Ich bin mit meiner Familie auf Nuri Island. Den Link dazu, wo das ist, natürlich unten drinnen, ohne Werbung, ja, einfach wo es ist. Und trotzdem will ich kurz erzählen, weil etliche wissen ja da nicht, warum der Charles jetzt hier ist. Und zwar ist es ja so, ich bin vor 8 Jahren ausgewandert nach Abu Dhabi, meine Familie ist mit mir mit. Und diese Insel hier, Nuri Island, das ist so 10 Minuten mit dem Boot von Abu Dhabi weg. Also in der Früh 9 Uhr aufs Boot, dann herfahren. Und was man da auf dieser Insel ein bisschen machen kann, das zeige ich euch jetzt. So, also wir sind jetzt gerade eben mit so einem Golfkart quer durch diesen Resort gefahren und sind jetzt bei einem der Poolbars bzw. Strandbars, nur ist durch Corona. Man sieht hier, es ist im Moment zu, ja, denn es sind nicht alle offen. Im Moment ist es so, dass er 50 Personen beschränkt ist. Ja. Also es sind im Moment nur 50 Gäste auf der Insel, mehr nicht. Trotzdem möchte ich euch diesen einen Bereich mal zeigen. Wo ich jetzt dann bin, zeige ich euch später. Denn hier ist auch die Wassersection. Das heißt, hier kann man eigentlich so ziemlich alles machen. Von Jetski fahren, Wasserski. Oh, die Schaukel ist aktiv. Ja, das wird meine Tochter freuen. Die wird dann wahrscheinlich hier auf diese Schaukel gehen. Und so sieht das jetzt im Moment aus. Man sieht hier auch offenes Meer. Es sind nur eine kleine Insel. Das heißt, wir sind hier mitten im Golf von Oman. Ja, also sehr schön gelegen. So, um natürlich euch auch zu zeigen, was hier noch gibt, und zwar hier gibt es diese Mietvillen. Ja, also hier kann man sich auch so eine Villa einmieten. Ja, sehr, sehr exklusiv natürlich. Ja. Ist auch nicht meine Preisklasse. Ja. Ich glaube, so was ich gehört habe, so bei ja, ich glaube 20.000 Euro die Nacht. Ja. Für Partys und so weiter. Ja. Also, wer zu viel Geld über hat, hier wartet was auf euch. So, also nachdem wir jetzt da bei dem einen Pool waren, bei der Area, sind wir jetzt am Weg zum anderen, das heißt zum Main Pool. Wie gesagt, das ist Hotel, dann kann man sich die Dinger mieten und so Tageskarten. Und wir haben jetzt so eine Tageskarte, hier ist dabei eben das Boot, der Pool, Essen, Trinken, ja, also hier so ziemlich, eher alles dabei. Und ja, das heißt, wir fahren jetzt mit dem Ding jetzt hier entlang. Ja, fahren wir jetzt mal zum Main Pool. Ja, und mir ist ganz schön warm, wie man sieht. Ja, also nur zur Außentemperatur, wir sind jetzt hier bei knapp 45 Grad im Moment. Schattentemperatur. Ja, also 45 im Schatten. Ja, nicht in der Sonne, Schatten. So, also hier sind wir jetzt bei der Area. Hier wäre das Restaurant. Ja, natürlich mit Poolservice. Dann hier auf der linken Seite wäre der Pool. Den schauen wir uns gleich an. Und hier vorne, wenn wir hier entlang gehen, hier geht es gleich mal zum Strand. Das heißt, man kann hier direkt Strand, Pool, alles in einem. Das ist natürlich eine super Sache. Ein bisschen windig ist es, das ist natürlich optimal. Wie man sieht hier, sehr schön Strand und natürlich hier dann die Pool Area da dahinter. Da gehen wir jetzt einmal hin. So, also hier habe ich mit meiner Tochter unsere Zelte aufgeschlagen. Wenn man sieht, da geht es dann hier raus und dann geht es hier wunderbar zum Pool. Ja, also so sieht das hier aus. So, ich bin jetzt im Pool, wie man sieht. Muss natürlich mein Mikro abschalten, denn sonst das hätte es wohl nicht ausgehalten. Deswegen mein Mikro jetzt über die Kamera, ich hoffe, das ist okay.
Ja, so sieht es aus. Die meisten werden sich jetzt natürlich fragen, was macht der Charles überhaupt? Es ist so, ich bin beruflich in Abu Dhabi seit 8 Jahren. Ich bin ausgewandert hierher, arbeite hier bei der Feuerwehr. Und meine Familie ist einfach, ja, natürlich mit ausgewandert. Und so ist halt hier jetzt auch mein Leben. Das, was ihr hier natürlich heute seht, das macht man jetzt halt permanent, ja. Das sind so Sachen, die leistet man sich halt vielleicht ein-, zweimal im Monat. Das ist dann okay. Und öfters kann man das natürlich auch nicht machen, ja. Das wird viel zu teuer sonst, ja. Und hier nochmal der Strand hinter mir. Ich sitze natürlich jetzt im Pool, ja. Natürlich jetzt ohne T-Shirt, ja. Muss aufpassen wegen YouTube. Nippelalarm und so, ja. Ja, somit. Ich hoffe, dieses Kurzvideo hat euch ein wenig gefallen. Würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss aus dem heißen Abu Dhabi. Euer Charles.